Kennen Sie das auch? Sie gehen in gewohnter Umgebung die Straße entlang, da wird ein Haus abgerissen und Sie fragen sich, wie hat das denn vorher hier ausgesehen? Oder wie ein Alt-Eberstädter sagen würde, was war denn da do? Ich bin mit der Videokamera im Februar 2014 in Eberstadt unterwegs. Wissen Sie, wo ich mich befinde? Schauen Sie sich mal um. Na? Ganz recht, im Steigersweg, auf dem Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik Press. Bereits 2012 hatte ich zum Glück mein Foto dabei und konnte noch einige Aufnahmen von den alten Gebäuden machen. Die Firma Press, in guten Zeiten mit bis zu 120 Beschäftigten, wurde 1933 von Ludwig Press gegründet. Man stellte überwiegend Maschinen für die Papierindustrie wie Wickler und Querschneider her. 2010 wurde der Betrieb geschlossen und das gesamte Gelände mit 9.400 Quadratmeter an die Firma Werner Bau verkauft. 2012 gab es auch erste Informationen über ein geplantes Neubaugebiet, das viele Eberstädter wegen der bereits angespannten Park- und Verkehrssituation im Steigersweg kritisch beurteilten. Auf einem Riesenplakat erkannte man, was hier entstehen soll. 43 Wohneinheiten ab 300.000 Euro, ohne Keller, mit separater Straßenanbindung und autarker Heizungsanlage. Und dann ging es flott weiter. Anderthalb Jahre später konnte ich die Rohbauten filmen und es wurde fleißig weiter gewerkelt. Diese baulichen Veränderungen waren für mich Anlass, für die nächsten 3 Jahre mögliche Eberstädter Bauprojekte auf Video festzuhalten, um einmal später die historische Frage, was war denn da do, beantworten zu können. Ich lade Sie deshalb zu einer Autofahrt und Betrachtung möglicher Neubauten ein, die ich zu den unterschiedlichsten Jahreszeiten aufsuchte. Beginnen möchte ich im Süden Eberstadts mit einem Projekt, das zum Glück nur Projekt blieb und nicht realisiert wurde. Hier am Ende der Heidelberger Landstraße, wo die B3 und die B426 aufeinanderstoßen, sollte eine riesen LKW-Waschanlage mit 24 Stunden Großtankstellenbetrieb gebaut werden. Das wäre das Ende für den Kreativwerkhof und das sozialpädagogische Zirkusprojekt Waldoni gewesen. Ich biege nun in die Grenzallee ein. Sie ist wirklich die Grenze zwischen Eberstadt und Funkstadt. Ein kurioser Geländezipfel einer ehemaligen Kaserne. Und halte vor dem Waldoni-Tor. Im Hof stehen Zirkuswagen für Büro und Waldoni-Café, die von einem martialisch wirkenden Schrottgebilde bewacht werden. Ein Produkt der auch hier ansässigen Bildhauerwerkstatt, deren Teilnehmer mit ihren kunstvollen Objekten das Gelände verzieren. Ihr Erstlingswerk, ein Cerberus-Riese, kontrolliert den Eingang zum Zirkuszelt. Hier drinnen wurde gerade für ein neues Programm umgebaut. Das geräumige Zelt lässt bis zu 400 Sitzplätze zu.
alle notwendigen technischen Einrichtungen sind vorhanden. Der Zirkus Waldoni wurde 1999 von dem Lehrer Günther Bartel an der Waldorfschule gegründet. Inzwischen hat Waldoni einen Kultstatus weit über Darmstadt hinaus. Ein Glück, dass die Waldoni-Stiftung mit Unterstützung der Stadt Darmstadt das Zirkusgelände erwerben konnte und damit die LKW-Waschanlage verhindert wurde. Weiter geht die Autofahrt in Richtung Klinikum. Eine Durchfahrt wurde mir gestattet. Eigentlich sollte dieses Projekt schon lange abgeschlossen sein. Die Verlegung des Teilkrankenhauses Eberstadt in die Innenstadt nach Darmstadt. Seit über 50 Jahren wird darüber gesprochen. Nun hofft man, dass bis Ende 2021 die notwendigen Gebäude bezugsfertig werden. Hier wird dann ein neues Wohngebiet entstehen, denn alles wird abgerissen, bis auf die denkmalgeschützten Gebäude, die 1903 errichtet wurden. In dem Buch Ins Licht gerückt von Ruth Reichert und Immo Grimm wird die Geschichte dieser Provinzialpflegeanstalt, wie man sie damals nannte, ausführlich und verständlich geschildert. Die zahlreichen Fotos und Belege ergänzen den leicht lesbaren Text, der auch die dunklen Seiten dieser Institution nicht verschweigt. Das hier rechts stehende hohe Gebäude, die 1971 errichtete Kinderklinik, wird vermutlich auch ein Opfer der Abrissbirne werden. Ich mache mich weiter auf den Weg Richtung Stadtteil Mitte. Doch halt, ein kleiner Umweg sei erlaubt. Für einen dringend notwendigen Neubau an der Ludwig-Schwamm-Schule hat die Stadt Darmstadt schon 3,7 Millionen Euro bewilligt. Ein Verwaltungsgebäude und die Hausmeisterwohnung wird wohl für die dringend notwendigen Räumlichkeiten Platz machen müssen. Mal sehen, wann begonnen wird. Begonnen wurde aber weiter nördlich ein anderes Projekt, der Kreisel. Man fuhr schon immer direkt von Darmstadt nach Eberstadt hinein. Eine Ampel an der Einmündung der Reuterallee sorgte für unfallfreien Abbiegungsverkehr. Als Straßenteile und die Ampelanlage erneuert werden sollten, sah man die Chance für ein echtes Eingangstor vor Eberstadt in Form eines Kreisels. Im Dezember 2014 bewilligte die Stadtverordnetenversammlung nach lebhaftem Parteienstreit 850.000 Euro für den Bau des ersten Eberstädter Kreisels. Nach nur 5 Monaten Bauzeit und variationsreichen Umleitungen konnte Oberbürgermeister Jochen Partsch am 27. Juli 2015 mit kleiner Besetzung fast heimlich den Kreisel einweihen und den Eberstädter Autofahrern übergeben. Die haben sich inzwischen an ihn gewöhnt und sind auch eigentlich zufrieden. Zufrieden sind die Eberstädter Bürger aber nicht mit der Gestaltung ihrer Ortsmitte. Auch da diskutiert man schon seit Jahren ohne konkrete Ergebnisse. Ein Projekt, das sicher noch sehr viel Zeit braucht. Deshalb fahre ich weiter zu einem hoffnungsvolleren Projekt, das bald realisiert werden soll. Auf dem über 2000 Quadratmeter großen, fast leerstehenden Gelände der Spedition Darmstädter mit dem bekannten Eissalon Dolomiti
sollen moderne Wohn- und Geschäftshäuser entstehen. Mit Genehmigung des Eigentümers darf ich mich auf dem Grundstück umsehen. Eine Fundgrube für Nostalgiefans. Man gerät ins Träumen. Einen Albtraum der besonderen Art erlebte Dolomiti-Pächter Giorgio Calchera, dem nach über 40 Jahren grund- und kommentarlos gekündigt wurde. Wir sind sehr enttäuscht. Nach 40 Jahren Café Dolomiti Rosaura, nach 56 Jahren werden wir einfach rausgekündigt hier. Schade, dass nun alles vorbei sein wird mit den köstlichen Eisspezialitäten und dem freundlichen Service. Das bedeutet aber dann auch das Ende für das beschauliche Damenkränzchen im Nebenzimmer und für das erlebnisreiche Straßencafé mit der Minimalbestuhlung auf der Heidelberger Landstraße. Apropos Heidelberger Landstraße, in dem renovierten Wohnhaus gegenüber gab es mal die Firma Foto Baumann, wo in den 70er und 80er Jahren über 15 Angestellte im Verkauf tätig waren. Weiter geht die Autofahrt. Ich verlasse das Grundstück Darmstädter in Richtung Norden, wieder durch die unbewältigte Ortsmitte zum sogenannten Wilmskomplex. Dieses in den 60er Jahren errichtete Gebäude, jahrzehntelang Domizil des Radio- und Fernsehfachgeschäftes Radio Wilms, wurde 2011 von der Investorengruppe Biskupeck Scheinert erworben. Seit dieser Zeit und dem Auszug des Zweirad-Spezialisten Luftpumpe steht das Anwesen leer. Wie auf der im Schaufenster angebrachten Zeichnung ersichtlich, planten die Investoren einen größeren Anbau, hier blau markiert, der die Hälfte des City-Arkaden-Parkplatzes einnehmen würde. Die angedachte rot markierte Ersatzparkfläche wurde inzwischen von Hörgerätehirt neu überbaut. Das Bauvorhaben, vorgesehen für einen Discounter oder Vollversorger, löste eine breite Diskussion bei den Eberstädtern, den Parteien und der Stadtverwaltung aus. In den Jahren 2013 und 2014 überschlugen sich die Pressemitteilungen. Die Bürgerinitiative Pro Eberstadt, sehr engagiert, anfangs gegen jede Bebauung der Parkfläche, wäre mit einem kleineren Lebensmittelmarkt einverstanden. Denn sonst würde es ja die Hälfte dieses Parkplatzes nicht mehr geben. Das würde es dann aber auch nicht mehr geben. Nicht mehr geben trifft auch für den benachbarten Lidl zu. Ursprünglich als Interessent für den Neubau vorgesehen, wurde der Discounter überraschend im Februar 2014 geschlossen. Eigentlich schade, ich habe dort gern eingekauft. Man bekam in den engen und überladenen Gängen fast ein Tante-Emma-Ladengefühl. Es war irgendwie gemütlich und vertraut. Also auch hier ist nichts passiert. Passieren soll aber was am Bahnhof Eberstadt. Und da fahre ich Sie nun hin. Ja, der Bahnhof Eberstadt. 1846 wurde dieser Prachtbau
als Bahnstation der Strecke Frankfurt-Heidelberg für die nur 2400 Seelengemeinde Eberstadt errichtet. Diese Fotos wurden mir freundlicherweise von dem Eberstädter Ernst Utluft aus seinem riesigen Postkartenarchiv zur Verfügung gestellt. Hier das Bahnhofsrestaurant mit dem kuriosen Namen Nippchen, was das auch immer zu bedeuten hat. Nach dem Abriss entstand dort die Hotelgaststätte zum Bahnhof, die sich im Laufe der Jahre in ein suspektes Etablissement verwandelte. In dem nebenan liegenden Eisenbahnviadukt kommt es zu ganz anderen Begegnungen. Denn in dieser Engstelle der stark frequentierten Bundesstraße B426 wird die Durchquerung bei einem nur 70 cm breiten Randstreifen für Radfahrer und Fußgänger zum Abenteuer. Die Bahn äußert sich hierzu nicht, will aber für 9 Millionen Euro den gesamten Bahnbereich sanieren. Das ist auch dringend nötig, wie diese Aufnahmenfolge zeigt. Bei einem Schwenk über das Bahnhofsgebäude entdecke ich im Hintergrund Dächer der ehemaligen Papierfabrik Heil. Die wird sicher mal zu einem größeren Projekt. Wie wär's denn nach dem Abriss mit einer Park-and-Ride-Fläche? Im April 2016 stellte die Bahn ihr Konzept zur Sanierung der Öffentlichkeit vor. Verlegung des Bahnhofs auf die Westseite, leichter Zugang, Aufzüge und die Verminderung der Einstiegshöhe um 50 cm sollen die Mitnahme von Rollatoren und Kinderwagen ermöglichen und damit einen neuen Kundenkreis erschließen. Im Oktober will man beginnen. Die Bahn hat ihr Versprechen eingelöst. Zwar wurde es November, aber was ist schon ein Monat nach jahrzehntelangem Warten? Die notwendigen Spatenstiche waren nach mehreren Bohrversuchen erfolgreich. In einer kurzen Ansprache zeigte sich Oberbürgermeister Pabst sehr erfreut über das Projekt und er vergaß auch nicht zu erwähnen, dass die Stadt Darmstadt sich mit 1,2 Millionen Euro daran beteiligt. Einem anwesenden Protester versicherte er, dass man nach einer Lösung des Problems suchen werde. Bisher leider ohne spürbaren Erfolg. Spürbaren Erfolg verzeichnet das japanische Kosmetikunternehmen K.O., das ich noch auf der Rückfahrt aufsuche. K.O. hatte 1989 die von Erich Dotter im Jahre 1947 gegründete Firma Goldwell erworben. Die fast 1500 Mitarbeiter der K.O. Germany GmbH erfreuten sich 2012 über ein neues Verwaltungsgebäude im Süden des Firmengeländes. Der in diesem Jahr erzielte Umsatz mit 261 Millionen Euro weist auf einen guten Weg hin. Ich mache mich auch weiter auf den Weg zur sogenannten Stadtteilmitte. Hier auf dem Grundstück Darmstädter Dolomiti ist nichts Wesentliches passiert. Im nachbarlichen, leergeräumten Textilladen hängen aber schon die Baupläne für das Großprojekt City Wohnen Eberstadt. Übrigens eröffnete an dieser Stelle in den 50er Jahren die Firma Wilms ihr Radio- und Fernsehfachgeschäft. Das geplante Bauvorhaben scheint gigantisch,
und weckt das Interesse der Passanten. Auch Zeitungsanzeigen machen neugierig und das Darmstädter Echo berichtet um das Drumherum. Leider berichtete es nicht über ein fast abgeschlossenes Projekt, das Neubaugebiet E44, die sogenannte Wolfhardsweg-Siedlung. Eine der umstrittensten Neubaugebiete, wo in den 60er Jahren eine Satellitenstadt, ähnlich Neukranichstein, für 22.000 Menschen geplant wurde. Das wäre das sichere Ende der Streuobstwiesen gewesen. Nach parteipolitischem Gezänk hatte man sich 1983 auf 1000 Wohneinheiten geeinigt, die durch Proteste, nicht nur aus der Bevölkerung, 1997 auf 240 Einheiten reduziert wurden. Wegen Umlegungsverfahren fand der Baubeginn aber erst 2007 statt. Auf dieser Tour sehe ich keinen Baukran mehr. Ich sehe allerdings, dass die Stadt eigentlich mit der Straßengestaltung beginnen könnte. Ich stoße nun auf den modernen Kindergartenneubau, zu Neudeutsch Kita, in dem ich leider nicht filmen durfte. Das Schulamt und die Eltern der Kinder müssten erst zustimmen. Ich begnüge mich deshalb mit einer Außenaufnahme und steuere ein Projekt an, das wirklich abgeschlossen ist und wo ich auch gern filmen darf, zur Felsnase. Ja, die Felsnase. Das ist eine lange Geschichte. Sie begann schon in den 80er Jahren, als die Hessische Straßenbehörde den Ausbau der B426 plante. Höhepunkt dürfte dann wohl gewesen sein, als Hessen Mobil 2006 den kühlen Grund zum kahlen Grund werden ließ. Als dann noch ein Höhenradweg für 2,4 Millionen Euro gebaut werden sollte und zusätzlicher Kahlschlag drohte, waren nicht nur viele Eberstädter dagegen. Es gründete sich spontan die Bürgerinitiative Rettet die Felsnase. Diese BI sorgte dann mit Diskussionen, Presseinformationen und Unterschriftensammlungen für nachhaltige Aufmerksamkeit. Nach der Entdeckung von Asbest bei Probebohrungen am Felshang beteiligten sich diese Aktivisten im entsprechenden Outfit am Kerbumsuch 2013. Der Asbestfund und der damit verbundene Mehraufwand hätte eine weitere Kostensteigerung von 3 Millionen Euro bedeutet. So war es eigentlich verständlich, dass der hessische Verkehrsminister Florian Rentsch endlich das Projekt Radweg Felsnase beerdigte. Das erfreute natürlich die Bürgerinitiative, die mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald am 3. Juni 2015 allen Grund hatten zu feiern. Und fast alle, die dabei waren, kamen noch einmal zusammen. Und ich muss gestehen, ich war auch dabei. Jetzt dabei war auch der große Bruder, das hessische Fernsehen mit Stefan Willert. Wir beide filmten die kurze Ansprache von Dr. Rosenstock von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Wir haben ja hier es eigentlich mit einem denkwürdigen Fall zu tun. Seit 1981 kämpfen die Bürger gegen dieses Ungetüm dieser Umgehungsstraße. Da vorne wurde damals ein Naturschutzgebiet zerstört durch die Straße. Das war noch unter Wirtschaftsminister Kari. Und hier sollte ins Landschaftsschutzgebiet eingegriffen werden und eben ein völlig überdimensioniertes
Bauwerk entstehen mit einer 7 Meter hohen Stützmauer aus nacktem Beton. Ja, also wirklich, das wäre ein abstoßender Eingang von Darmstadt geworden. Und das galt es einfach zu verhindern. Nach Schilderung aller Höhen und Tiefen des Felsnasendebakels dankte Dr. Rosenstock der Bürgerinitiative, die sich ihrerseits durch ihre Sprecherin Annette Stahl für seinen hervorragenden Einsatz zurückbedankte. Zum Abschluss gab es noch einmal lebhafte Gespräche in dieser Runde, die immerhin fast 10 Jahre bestand. Allen war klar, dass dies ein Abschied ist, denn mit dem Ende des Ausbaus der B426 war auch das Ende der BI Rettet die Felsnase gekommen. Aber es hatte sich gelohnt. Zu Ende geht auch nun meine Filmrundreise mit Eberstädter Projekten von 2013 bis 2016. Eine letzte Fahrt bringt mich auf den Ausgangspunkt zurück, auf das Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik Bress. Da sind inzwischen alle 42 Häuser bewohnt und es sieht auch ganz manierlich aus. Schade, dass man für die zahlreichen Müll-, Bio- und Papiertonnen keine zentrale Lösung gefunden hat. Aber nichts ist halt vollkommen. Nichts ist vollkommen. Das gilt sicher auch für den Film. Aber nun können Sie zumindest für einige Eberstädter Bauprojekte Antwort geben auf die Frage, was war denn da?